Warum eine Ausstellung zu den Problemen der Demokratie? Alle 4 Jahre wieder wählen Bürger und Bürgerinnen eines Nationalstaates eine Politelite, die sich überwiegend zusammensetzt aus weißen Männern, über 45, mehr oder weniger wohlhabend, akademischen Background, aber ohne Migrationshintergrund. Gleichzeitig nimmt die Macht des neoliberalen Kapitals immer mehr zu. Das Resultat: Die Menschen fühlen sich nicht mehr repräsentiert von diesen sogenannten Volksvertretern. Die Ausstellung Demokratie heute, Probleme der Repräsentation, nimmt Probleme wie diese in den Fokus und benennt Auswege aus diesem Dilemma. Das Historienbild von Erik von Lieshout macht, Gott sei Dank, irgendwie alles falsch. Es ist halt nicht auf der Königsdisziplin Öl auf Leinwand, sondern mit Vinyl auf Pappe und macht einen sehr zerknitterten Eindruck, quasi so, als wenn es aus dem Papierkorb der Geschichte geholt worden ist. Dazu kommt dieses Karikatur, fast fratzenhafte und, was bei Historienbildern auch nicht gerade gewöhnlich ist, wir haben eine Frauenquote von 50-50. 22 Bilder, die uns die NGO Hope zur Verfügung gestellt hat. Es handelt sich um Gemälde, die in einem Flüchtlingslager auf Lesbos entstanden sind. Mir war wichtig, dass hier erstens ein Statement gemacht worden ist zur sogenannten Flüchtlingskrise, die ja ein eklatantes Versagen unserer westlichen Demokratien darstellt. Und zweitens auch, dass darüber nicht von Profis geredet wird, sondern von Betroffenen selbst. Wieder eine Petersburger Hängung. Der Versuch, sämtliche Milieus, die im Kunstbetrieb vorkommen, auftreten zu lassen. Wir haben Künstler aus unterschiedlichsten Nationen dabei, aus unterschiedlichsten Generationen. Es werden verschiedene Themen angesprochen. Die Bildersprache der AfD, eine indische feministische Freiheitskämpferin, ein Zelt aus dem arabischen Frühling, wir haben antifaschistischen Widerstand. All das sammelt sich hier zu einem unhierarchischen Bildertreffen. Wir stehen vor Arbeiten von Marina Napuschkina. Ich freue mich, dass sie Zeit gefunden hat, kurz vorbeizuschauen. Marina, magst du ein bisschen was zu deiner Arbeit sagen? Die Arbeit bezieht sich auf die Situation in Belarus. Wir wissen, dass seit August letztes Jahres, also eine Protestbewegung, die wir jetzt als Revolution in Progress bezeichnen, in Belarus stattfindet, über viele Städte. Die Installation besteht aus Postern und Leinwänden, die im Sommer und Herbst letztes Jahres verwendet wurden. Zum Beispiel Dalu Chaise, das bedeutet, mach mit, komm dazu. Die Poster zeigen Blumen. Wir wissen, dass in Belarus sehr viele Frauen diese Bewegung vorangetragen haben. Und die Frage ist, kann man heutzutage so mit dieser Idee der friedlichen Revolution Erfolg haben? Kann man solche Regime wie in Belarus tatsächlich damit schlagen? Welche Rolle kann so ein Kunstwerk so im Rahmen dieser Revolution in Progress spielen? Ich glaube, das ist eben sehr wichtig zu zeigen, was dort stattfindet, weil es eben also weit über nationale Grenzen geht. Das ist eben eine Revolution, die nicht im nationalen Kontext denkt. Das ist eine postnationale Bewegung und es ist wichtig, auch in Europa und in anderen Ländern darüber zu sprechen. Und glaube ich, gerade in Kultur- und Kunstkreisen ist es ganz wichtig, dass man Menschen involviert auch damit. Klaus Föttinger ist bekannt für seine Bar-Installation. So reflektiert der Künstler 40 Jahre Geschichte, aber auch seine eigene Sozialisation. Normalerweise sind diese Bars natürlich dazu da, dass man daran sitzt, dass man trinkt, dass man redet, dass man Musik hört. All das geht leider im Moment nicht. Darum hat der Künstler diese Bar jetzt auch aktualisiert und er hat diese Lampen hinzugefügt, die ja schon auf dem ersten Blick an ein Virus erinnern. Die Region Rojava im Norden Syriens hat
hat sich von Syrien abgekoppelt und ist jetzt eine autonome Region. In diesem Kontext hat der Künstler Jonas Dahl mit seinen Mitarbeitern und mit Menschen vor Ort ein Parlament entwickelt. Und in diesem Parlament wird in Form eines Assemblies die Differenz von Regierten und Regierenden aufgehoben. Jeder darf dort mitentscheiden. Prinzipien wie lokale Selbstregierung, Ökologie und soziale Gerechtigkeit stehen dabei im Vordergrund. Wichtig war mir in Demokratie heute, sowohl das Nicht-Funktionieren der real existierenden Demokratien zu zeigen, so in Julia Lazarus' Video die Befragung des Bundestages, wie auch den Protest dagegen, zum Beispiel mit Arbeiten von Julia Strauß und Oliver Ressler. Und auch emanzipative Aspekte wie die Auflösung des Nationalstaates zu hören in Anja Schreis Soundinstallation Arche oder zu sehen in den Flaggen von Pierre Bismuth sind bedeutend für die Ausstellung. Genauso das Diskutieren von basisdemokratischen Regierungsformen. Frei nach Rudi Dutschke, der Kampf geht weiter.